Mit 7. Dezember kann der Unterricht in den Schulen wieder stattfinden. Zumindest für die Volksschulen, für die Sekundarstufen 1 und 2. In der 2er allerdings nur die Matura-Klassen vorerst. In dem Zusammenhang ist das Thema Maskentragen im Unterricht, also ist ja jetzt dauernd ab 10 Jahren gefordert, für große Aufregung. Aufregung deshalb, weil es doch ein massiver Einschnitt eben in den Alltag der Schülerinnen und Schüler ist. Aus epidemiologischer Sicht ist es aber notwendig, um eben Infektionen einzudämmen und nicht weitertragen zu können. Es gibt Ausnahmeregelungen. Also wenn Personen meinen, dass dieser Einschnitt wirklich so massiv ist, dass es nicht anders geht, gibt es die Möglichkeit für die Schulleiter, dass sie Schülerinnen und Schüler eine Woche zusätzlich freigeben. Allerdings ohne Unterricht. Also es gibt da kein Recht auf Distance Learning, auf Unterricht per Computer. In dem Fall sind die Schülerinnen und Schüler zu Hause. Es kann aber sein, dass es Feststellprüfungen geben muss. Das wird aber mit den Eltern bzw. Schülern und den Lehrern vor Ort eben besprochen. Zudem gibt es die Möglichkeit, also bei Personen mit Behinderung oder Personen, die psychisch nicht in der Lage sind, also die auch einen Attest haben, dass sie keine Masken tragen können, die Kinder bzw. Jugendlichen haben die Möglichkeit eben auf Fernbleiben des Unterrichts und dass sie auf Distance Learning umgestellt werden.